Wir sind jetzt angekommen. Um 11.30 Uhr geht's los. Und wir haben gerade 11.15 Uhr ungefähr. Also in 15 Minuten. Das Wetter ist jetzt nicht so schön, aber macht nichts. Wird bestimmt trotzdem sehr schön. Warte, ich zeig euch mal. Da sieht man schon unser Schiff. Und es ist echt viel los. Wir sind jetzt einfach spontan hierher gekommen. Wir hatten das Glück, dass wir noch Tickets gefunden haben. Jaren ist bei mir auf dem Arm. Wir sind jetzt auf dem Schiff. Schaut mal, hier sind wir. Schaut mal Jaren an. Wir haben so eine ganz hinten, eine Ecke, haben wir jetzt genommen. Und bald geht's los. Aber das schaut so aus, als ob wir schon fahren. Schaut mal. Ich zeig euch die Aussicht mal. Es geht los. Übrigens, die Fahrt dauert 1,5 Stunden. Genau, hin und zurück dauert 1,5 Stunden. Und schade finde ich, dass man hier, dass es halt so abspiegelt. Aber Ogen wird, glaube ich, später hochgehen. Schaut, da sieht man sogar. Dann kann man besser filmen. Und Jere beschäftigt sich mit der Menükarte. Zum Glück ist es nicht so voll. Man sieht es gerade ja so. Und oben sind noch ein paar Leute, aber ansonsten, das war es auch schon. Lieber so. Die gehen jetzt nach oben. Jaren schaut gerade, weil ich hier bleibe. Vielleicht sehen wir die dann von hier oben. Schaut mal, die sind jetzt oben. Tja, dann, ah, jetzt hat sie mich entdeckt. Wir sind jetzt raus. Oh, so schön. Und jetzt scheint auch die Sonne. Wow. Da geht es nochmal hoch. Da sollen wir hochgehen. Ja, können wir gleich machen. Ja. Na, gehen wir gleich mit. Es geht eigentlich. Es ist zwar windig, aber nicht so kalt. Da geht es, glaube ich, nicht weiter, oder? And now, ladies and gentlemen, we are in the real coach. Jetzt gehen wir hoch. Noch eine Etage hoch. Oh, cool. Wow. The boatsmen used to pull their boats from one ring to the next against the current. In this rock formation, you can also see the statue of the water carrier Saint John Neptune. Seht ihr, wie leer es ist? Ah, voll gut. Hier ist Endstation, hier kann man aussteigen, spazieren, aber wir werden drin bleiben. Weil die Gastronomie zu. Ja, genau.
verändert hat. Wir so gehen jetzt wieder raus. Ohne menschliche Hilfe. Allein durch die Gewalten der Natur. Links am Felsen die heilige Figur, der heilige Nepomuk, der Wasserschutzpatron, zum dritten heilige Figur. Boah, so schön. Wir befinden uns nun im Donau. Da ist eine Figur, hier genau. Der Fluss ist hier nur 80 Meter. Der heilige Nepomuk? Aber jeder Wasserstand wie ist zu 20 Meter tief. Und somit die tiefste und engste Stelle der bayerischen Donau. Fließgeschwindigkeit der Donau beträgt 2,5 Meter pro Sekunde. Auf der linken Seite die lange Wand. An der langen Wand man kann sind einmal rundherum laufen. Eiserne Ringe angebracht. Ah, da ist ein Boot. Mit einem Bootshaken und einem boah, ich habe so vermisst, Urlaub zu machen, Städtetrip. Selbst das hat jetzt gut getan. Hä, was meinst du, was machen die dort? Sie werden ach so. Auf die drei okay. So eine schöne Aussicht. Es sind sogar Leute, die immer wandern. Man sieht es ein bisschen. Es ist überhaupt nicht kalt. Wir sind jetzt wieder angekommen. Noch nicht ganz, aber fast, ja. Da sind wieder Leute, die wandern. Was ihr denn essen, Lüle? Essen, was? Bye-bye! Wir sind angekommen. Wir spazieren jetzt hier ein bisschen. Schaut mal, da ist so eine riesige Brücke. Schaut mal, was es hier gibt. Und hier hinten ist ein Spielplatz, da wollen wir dann die Jaren jetzt vorbeibringen. Didi, Jaren! Wir können doch nicht auf dem Spielplatz. Wir haben jetzt gesehen, das ist zum Kindergarten, so habe ich gehört. Oh, schaut mal die Aussicht an. Jaren schläft, wir sind im Auto. Boah, so schön. Jetzt nach Hause. Und Jaren ist wieder aufgewacht. Wenn es nach mir gehen würde, will ich gar nicht, dass es endet. Hier. Ah ja, stimmt. Da ist ein ICE. Jetzt sieht man es nicht mehr.